following is an EWTN special presentation. Herzlich willkommen zur EWTN-Sondersendung anlässlich der Seligsprechung von Bischof Alvaro del Portillo. Ich bin Alan Holdren, befinde mich hier im Hauptsitz des Opus Dei und spreche mit dem Nachfolger Don Alvaros, dem Prälaten des Opus Dei, Bischof Javier Echeverria. Danke, dass wir bei Ihnen sein dürfen, Bischof Echeverria. Welche Bedeutung hatte Don Alvaro del Portillo für Sie? Eine große Bedeutung. Er gab einem die Gewissheit, dass man es bei ihm mit einer Person zu tun hat, die nach der größeren Ehre Gottes strebt und die immer im Dienst an den Menschen in ihren verschiedenen Lebenslagen steht. Er verstand es, sich ganz nach Gott auszurichten. Bei seiner Arbeit ging er immer sehr menschlich mit den Leuten um. Seine Arbeit war für ihn wie ein Sprungbrett, eine Hilfe, sich Gott zu nähern und mit Gott zu sein. Welche Beziehung hatten Sie zu Don Alvaro zu seinen Lebzeiten? Anfangs war es wie die Beziehung zwischen einem kleinen und einem großen Bruder. Ich hatte großes Vertrauen zu ihm. Ich spürte, dass er den Menschen dienen wollte, die ihn umgaben. Im Alter von 18 Jahren kam ich hierher nach Rom. Ich unterhielt mich oft mit ihm. Er behandelte die Menschen auf eine solche Weise, dass wir jede Gelegenheit suchten, mit ihm zu sprechen. Er half uns, er verstand uns und ermutigte uns. Zugleich nahm er Anteil an allem, was uns bewegte. Er war weder distanziert noch gleichgültig und jederzeit für uns zugänglich. Wenn Sie den Namen Don Alvaro hören, was kommt Ihnen in den Sinn? Was mir immer in den Sinn kommt und meine Seele berührt, ist das Wort Treue, das er oft wiederholte und die er von uns forderte. Treue gegenüber Gott und Treue gegenüber jedem Menschen. Der heilige Josef Maria und Don Alvaro waren nah bei den Menschen, auch als sie hier im Haus lebten. Ihnen war klar, das Menschliche besteht in der Selbsthingabe, in der Arbeit und im Gebet. Ihr Verständnis von Arbeit und Gebet waren gleich. Sie halfen sich gegenseitig, sie machten sich gemeinsam auf den Weg. Hier in diesem Raum waren Sie oft mit Don Alvaro zusammen. Woran denken Sie, wenn Sie hier sind? Wo haben Sie gesessen? Normalerweise würde Don Alvaro hier bei dieser Säule sitzen. Wir wären mit ihm zusammen und würden ihn über das tägliche Leben ausfragen. Das Leben im Alltag, das interessierte ihn. Was mir in den Sinn kommt, ist, dass er eine Person war, die sich nicht um sich selbst sorgte, sondern sich ständig mit Gott und den anderen Menschen beschäftigte. Er war eine Person, die wusste, wie man liebt, die wusste, wie man dient und anpackt. Er war standhaft. Genau. So sehr, dass der heilige Josef Maria ihn Saxum nannte, Fels. Wie machte sich seine Heiligkeit bemerkbar? Nun, seine Heiligkeit und seine Verfügbarkeit bestand darin, dass er sich ganz den Aufgaben widmete, die man ihm anvertraute, ganz freimütig. Er dachte beständig darüber nach, wie er allen Menschen dienen und helfen könne. Vor allem aber dem heiligen Josef Maria. Denn er war fest davon überzeugt, eine göttliche Sendung zu haben, die darin bestand, das alltägliche und gemeinsame Leben als Weg zu sehen, Gott näher zu kommen. Und schließlich wurde er der Nachfolger des heiligen Josef Maria. Er war es, der Josef Maria nachfolgen sollte. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Josef Maria trug eine Kreuzreliquie bei sich,
die für ihn ein besonderes Zeichen der Gegenwart Gottes war. Als der heilige Josef Maria heimging, nahm Don Alvaro das Kreuz an sich und sagte, ernst gemeint, ich werde es demjenigen geben, der sein Nachfolger wird. Er hat es schließlich behalten. Er war immer vollkommen verfügbar in seinem Dienst. Weil er mit dem heiligen Josef Maria zusammengelebt hatte, verstand er es, seinem Vorgänger mit der gleichen Umsicht nachzueifern, mit der er ihm gedient hatte. Nicht mit der Überzeugung, dass er sein Nachfolger sein würde, sondern weil er den Willen Gottes erfüllen wollte. Als er gewählt wurde, sagte er, ich nehme die Aufgabe mit Demut an und frage nicht, ob ich hilfreich sein kann. Und er fügte hinzu, ich bin dafür nicht gut genug, aber es wird der Herr sein, der durch mich wirkt. Und wo ist diese Kreuzreliquie jetzt? Ich trage sie und bin Gott dankbar dafür. Don Alvaro hat das Amt des heiligen Josef Maria übernommen. Wie hat er als Prälat das Evangelium verkündet? Er verkündete das Evangelium, indem er es persönlich lebte. Oft gebrauchte er ein spanisches Sprichwort. Das Beispiel ist der beste Lehrer. Er versuchte zu leben, was er predigte. Er versuchte, den Alltag zu heiligen. Dabei verstand er die Arbeit als Ort der Begegnung mit Gott und den Menschen. Wie Josef Maria, sagte er oft, sucht nach den Seelen hinter dem Papier. Er arbeitete, studierte und diente den Menschen, die Gott seiner Obhut anvertraute. Josef Maria ist heilig und nun wird Don Alvaro selig gesprochen. Ahnten Sie, dass Sie mit Heiligen zu tun hatten? Ich nahm bewusst wahr, dass ich mit Menschen zu tun hatte, die Gott intensiv suchten und in vollkommener Einheit mit ihm leben wollten. Vollkommen nicht im Sinne des Perfektionismus, sondern in dem Sinne, die Vollendung zu suchen, jeden Tag mehr zu lieben. Deswegen wiederholten der heilige Josef Maria und Don Alvaro des Öfteren die Bitte, Herr, lehre mich zu lieben. Sie machten alle ihre Tätigkeiten, sogar ihre Erholungszeiten, zum Ausdruck der Liebe Gottes. Das ist also der Kern der Botschaft des Opus Dei. Ja, natürlich. Es ist die Botschaft des Opus Dei, dass wir in den alltäglichen Dingen, auch in unserer Erholung, nach Gott suchen müssen. Denn Gott möchte, dass wir Pausen einlegen. Wir brauchen sie körperlich und geistig, damit wir letztendlich besser im Dienst der Kirche arbeiten können, in unserem apostolischen Dienst und dem Dienst an den Seelen. Don Alvaro verbrachte viel Zeit hier in Rom. Welche Werke hat er uns hinterlassen? Ich denke, er hat viel geleistet. Seine Früchte sind sichtbar. Ich denke vor allem an sein Apostolat in Japan. Als er in dieses Land reiste, wusste er, wie er die Sympathie der Menschen gewinnen konnte, die zu ihm kamen. Er lehrte sie, dass wir alle aus dem Leben der anderen etwas lernen können. Und er lernte selbst viel in Japan. Er lernte, wie man dient, arbeitet, wie man pünktlich ist und man begonnene Arbeiten zu einem erfolgreichen Abschluss führt. Er besuchte auch Afrika. Afrika bewegte ihn sehr. Vor allem die religiöse Sehnsucht der Menschen auf diesem Kontinent. Einerseits wollte er lernen, andererseits wollte er vermitteln. Er wollte den Afrikanern beibringen, dass jeder von ihnen Verantwortung zu übernehmen hat. Darum sagt er ihnen, wenn ihr in ein anderes Land reist, dann erzieht euch selber intellektuell und beruflich, aber gebt euren Wunsch nicht auf, hierher zurückzukehren. Darum unterstützte er ein medizinisches Zentrum im Kongo, in Kinshasa, worum ihn auch der dortige Erzbischof und letztlich die ganze Bischofskonferenz gebeten hatten. Das tat er mit großer Freude. Er schlug den Gläubigen der Prälatur vor, ein Krankenhaus aufzubauen, das sich um viele Menschen kümmert.
Diese Haltung zum Dienst am Nächsten hat er in die Arbeiten des Zweiten Vatikanischen Konzils eingebracht. Ja, sicherlich. Er hat am Zweiten Vatikanischen Konzil teilgenommen, weil ihn der Vatikan darum bat. Der heilige Josef Maria wiederholte: Wir müssen uns in allen Umständen unseres Lebens heiligen. Diesen Dienst am Nächsten erfüllte er in der klaren Überzeugung, nicht nur dem Konzil zu dienen, sondern allen Menschen. Ich möchte unterstreichen, dass er seine ganze Kraft darauf verwandte, ernsthaft und konstant zu arbeiten. Er schlief oft nur wenige Stunden und arbeitete bis tief in die Nacht, bis Mitternacht oder 1 Uhr. Er leitete viele Menschen, denn er war der Sekretär einiger Konzilskommissionen. Er wusste, verständnisvoll zu sein, zuzuhören, Menschen zu ermutigen, sich ganz hinzugeben. Es ging ihm darum, den Glauben der Kirche konkret sichtbar zu machen, damit er alle Menschen erreicht. Als Priester betonte er im Konzil die Bedeutung der Laien? Das tat er. Er hatte ein weit verbreitetes Buch mit dem Titel veröffentlicht: Gläubige und Laien in der Kirche. Er verstand, dass die Laien nicht nur ein Anhängsel der Kirche waren, sondern dass sie die Kirche selbst ausmachten, zusammen mit den Priestern und Bischöfen. Darum drängte er und ermutigte die Laien, professionell zu sein, ihren Familien zu dienen, aufrichtig zu sein, treue Freunde zu sein, um so der Kirche besser zu dienen. Mit seiner Botschaft machte er allen Menschen, besonders den Laien, klar, dass vieles in der Kirche von ihrem eigenen Leben abhängt. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht von der allgemeinen Berufung zur Heiligkeit. Hat Don Alvaro diese Lehre beeinflusst? Ja, wir können sagen, dass er sie beeinflusste, denn er war ein treuer Nachfolger der Botschaft des heiligen Josef Maria, die er von Gott empfangen hatte, die er allen Menschen vermittelte, die ihn umgaben. Ich kann Ihnen sagen, dass Don Alvaro immer dem Gedanken verpflichtet war, entsprechend dem Vorbild des heiligen Josef Maria seine Arbeit zu tun. Das schmälert die Person von Bischof Alvaro nicht. Er lebte diese Berufung mit seiner Intelligenz, seiner Bereitschaft, mit seiner Güte und seiner Standhaftigkeit. Immer in dem Bewusstsein, auf das Beispiel der Hingabe und der Freude des heiligen Josef Maria zu schauen, auch in Augenblicken von Widerständen. Was war seine persönliche Note in den Spuren des heiligen Josef Maria? Seine persönliche Note war, hilfsbereit zu sein, immer offen für das, was der heilige Josef Maria brauchte und das Werk erforderte. Bei einer Gelegenheit, nachdem er schon lange an der Seite Josef Marias gelebt hatte, wandte er sich in einem eher formellen Ton an den Gründer, denn er war wie ein Vater für ihn, und sagte: Wenn Sie es bevorzugen, dann kann ein anderer meine Stelle übernehmen. Es ist wahr, dass ich viel von Ihnen gelernt habe, aber wenn ein anderer kommen soll, dann trete ich gerne zurück. Der heilige Josef Maria aber dachte, dass er am besten weiter an seiner Seite arbeiten sollte, wo er bis zum Heimgang des Heiligen blieb. Und nun wird Don Alvaro in Madrid selig gesprochen. In der katholischen Kirche bedeutet, selig gesprochen zu werden, dass ein Wunder geschehen muss, das auf die Fürsprache des Seligen zurückgeht. Was war das für ein Wunder? Das Wunder für die Seligsprechung war die Heilung eines Jungen in Chile, der einen Herzstillstand hatte. Medizinisch weiß man, dass dies Hirnschäden verursacht. Dieser Junge verbrachte mehr als eine halbe Stunde ohne Herzschlag. Die Ärzte hatten schon aufgegeben. Obwohl es medizinisch keine Hoffnung gab, beteten die Eltern um die Fürsprache von Bischof Alvaro. Sie hatten erst kurz zuvor von ihm gehört und wussten nichts über das Opus Dei. Aber sie vertrauten sich ihm an. Unerklärlicherweise kam der Junge wieder zu Bewusstsein. Jetzt ist er nicht nur eine Person mit normalen Fähigkeiten für jemanden, der eine halbe Stunde lang ohne Gehirnfunktion bewusstlos war, sondern ein ganz normaler Junge, intelligent, froh, offen und dazu noch sportlich. Ein agiler Junge.
Wenn jemand einen Fürsprecher sucht, wen wird er in Bischof Alvaro finden? Nun, in Bischof Alvaro wird er Verständnis und Hilfe für seine geistlichen, materiellen und leiblichen Nöte finden. Ich kann Ihnen sagen, dass, dank sei Gott, die Verehrung dieses Dieners Gottes, der bald für die ganze Welt selig gesprochen wird, weit verbreitet ist. Nicht nur in Europa, in Italien und Spanien. Wir erhalten Berichte von Menschen aus der ganzen Welt, nicht nur schriftlich, denn die Menschen sind heute etwas nachlässig geworden im Schreiben. Viele tausend Menschen, die sich Bischof Alvaro anvertrauen, berichten uns, dass sie ihn darum bitten, besser arbeiten und sich besser um ihre Familien kümmern zu können. Es sind Gnaden, die den familiären Zusammenhang stärken. Paaren wurden Kinder geschenkt, die keine bekommen konnten. Nicht, dass sie keine Kinder wollten. Sie konnten einfach keine bekommen. Andere haben Arbeit gefunden oder haben die Fähigkeit erlangt, auf Menschen zuzugehen. Können Sie uns, abgesehen von dem Wunder, noch einen anderen Fall schildern, in dem eine Bitte erhört wurde? Ich könnte Ihnen von vielen Fällen berichten, aber ich möchte einen herausgreifen. Es gab eine Person, die verzweifelt war, denn sie befand sich in einer prekären Arbeitssituation, in einer wirtschaftlich schwierigen Lage. Sie hatte Verantwortung für eine Familie, aber nicht die Möglichkeit, Essen zu kaufen oder nur sehr wenig. Nach der Anrufung von Bischof Alvaro um Fürsprache fand dieser niedergeschlagene Mensch eine gute Arbeit in verantwortlicher Position. Die Familie konnte zu einem normalen Leben zurückkehren, ein anständiges Leben, eben das, worum sie den Herrn gebeten hatten. Die Fürsprache von Bischof Alvaro hilft Menschen auch, Gott näher zu kommen. Heilige ziehen sich gegenseitig an. Der heilige Johannes Paul II. Hatte eine enge Beziehung zu Bischof Alvaro. Worin bestand diese? Ja, ich denke, dass Johannes Paul II. Vom ersten Moment an die vollständige Verfügbarkeit von Bischof Alvaro bemerkte. Zum Beispiel wünschte Johannes Paul II., dass sein Nachfolger in der Erzdiözese Krakau im Petersdom zum Bischof geweiht würde. Die Feier sollte am Altar der Kathedra Petri stattfinden. Johannes Paul II. Meinte, es werde sehr schwierig sein, die Kirche zu füllen. Da gab es einen polnischen Monsignore, der ihm empfahl, den Prälaten des Opus Dei um Hilfe zu bitten. Als dann am 6. Januar 1979 Monsignor Macharski zum Erzbischof von Krakau geweiht wurde, war die Kirche brechend voll. Denn Bischof Alvaro hatte darauf bestanden, dass die Mitglieder des Opus Dei dieses Ereignis als ein Apostolat in Italien verstehen und beim gemeinsamen Vater, dem Papst, sind. Der Papst hat sich darüber sehr gefreut. So war es mit vielen Dingen, die der Papst Don Alvaro anvertraute, nicht ohne die damit verbundenen Schwierigkeiten zu sehen. Er schätzte die Aufrichtigkeit und Zusammenarbeit so sehr, dass sich im Laufe der Zeit so etwas wie eine Vater-Sohn-Beziehung entwickelte. Bischof Alvaro war zwar älter als der heilige Johannes Paul II., er hatte aber seit dessen Wahl zum Papst vom ersten Moment an eine kindliche Verehrung für den Stellvertreter Christi und Nachfolger Petri. Nun wird er im selben Jahr selig gesprochen, in dem Johannes Paul II. Heilig gesprochen wurde. Für diejenigen, die die Seligsprechung verfolgen werden, was bedeutet sie für die Weltkirche? Ich denke, dass der Welt noch einmal vor Augen gestellt wird, was der heilige Josef Maria zu sagen pflegte. Nicht etwa, weil er diese Lehre erfunden hätte. Sie existierte schon vor ihm. Sie war uns nur verloren gegangen. Die Botschaft, dass alle von uns, absolut alle von uns, zur Heiligkeit berufen sind. Was hat Jesus gesagt? Seid heilig, wie mein Vater im Himmel heilig ist. Diese Seligsprechung wird uns allen erneut die Chance geben, zu erkennen, dass wir alle zur Heiligkeit berufen sind, indem wir unsere Pflichten erfüllen,
uns der Sakramente bedienen, der Beichte und der Eucharistie. Die Sakramente sind ein Mittel, dass unsere Seelen offener werden für den Empfang der Gnade Gottes und dass wir die Gnade Gottes den Menschen vermitteln, die sie brauchen. Die Seligsprechung wird in Madrid stattfinden. Sie wird in Madrid stattfinden, und ich betone das gerne, denn Papst Franziskus wollte, dass sie dort stattfindet. Warum? Weil es einen enormen Menschenandrang geben wird. Benedikt XVI. Empfahl, den Petersdom nur für Heiligsprechungen zu nutzen. Papst Franziskus folgt diesem Ansinnen Benedikts XVI. Und bot uns an, die Messe in der Lateranbasilika oder in Santa Maria Maggiore zu feiern. Diese Möglichkeiten wurden geprüft, aber angesichts der erwarteten großen Menschenmenge sind diese Kirchen zu klein, um alle Menschen zu fassen, die kommen wollen. Die andere Lösung war also Madrid, und Papst Franziskus akzeptierte und stimmte dem zu. Wir befinden uns zudem im Jubiläumsjahr des 100. Geburtstages von Bischof Alvaro. Und Madrid ist seine Geburtsstadt. Für diejenigen, die den neuen Seligen aufsuchen möchten, welche Ereignisse finden in der Woche danach statt? Ja, es wird einige Ereignisse nach der Seligsprechung in Madrid geben. Außer der Dankmesse, die am gleichen Ort stattfinden wird wie die Seligsprechung, gibt es Ausstellungen über das Leben von Bischof Alvaro an verschiedenen Orten der Welt, nicht nur in Spanien. Hier in Rom haben wir in der Lateranbasilika und dann in der Basilika Santa Maria Maggiore Dankmessen organisiert. Eine am Morgen und eine am Nachmittag des 30. September. Mit der Erlaubnis der Diözese Rom und der zivilen Autoritäten haben wir auch Gelegenheit geschaffen für Menschen, die kommen möchten, um die sterblichen Überreste von Bischof Alvaro in der Krypta der Kirche San Eugenio zu sehen. Sie werden dort einige Tage aufbewahrt, so dass die Gläubigen, die ihn verehren möchten, dies auch tun können. Ich bin sicher, dass es eine endlose Schlange geben wird. Sie können so Bischof Alvaro dafür danken, was er für die Kirche und für jeden Einzelnen von Ihnen getan hat. Wenn wir in die Zukunft schauen, im Hinblick auf eine mögliche Heiligsprechung, gibt es schon ein Wunder, das für seine Heiligsprechung untersucht wird? Nein, noch nicht. Normalerweise sehen die Kirchenvorschriften vor, dass das Wunder nach der Seligsprechung geschehen muss. Es gibt Fälle, in der die Kirche auf besondere Anordnung ein Wunder approbieren kann, das vor der Seligsprechung stattgefunden hat. Das wäre auch möglich. Für unsere Zuschauer, die nicht persönlich dabei sein können, aber vom Fernsehen aus alles verfolgen, wo werden Sie bei der Seligsprechung sein? Ich denke, ich werde still in einer Ecke sein, wo ich Gott danken kann. Eine solche Zeremonie führt einen zu Gott. Die Feier ist ein Danklied zum Herrn, denn er möchte sich der Menschen bedienen, damit sie ihn erkennen und ihn lieben. Ich werde in Madrid sein und auch am Folgetag in Madrid bleiben. Dort werde ich die Dankmesse für die Seligsprechung feiern. Danach kehre ich nach Rom zurück. Ich muss all diese Reisen machen, damit ich die vielen Menschen willkommen heißen kann. Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass wir bei Ihnen sein durften. Ich bedanke mich wirklich bei Ihnen allen für Ihre professionelle Arbeit, die Sie mit Ihrem Fernsehsender leisten, der ein großer Dienst an der Kirche und an den Seelen ist. Danke, dass Sie bei uns waren. Wir schalten jetzt live nach Madrid zur Seligsprechung von Bischof Alvaro del Portillo.